Herzlich willkommen auf Michaels Welt. Heute mal wieder ein formschöner brauner Karton von Bluebricks. Kleinlokomotive Leistungsgruppe 3 in 8 Noppen Breite, Spitzname Köf 3, die Nummer 105226. Überschaubare 479 Teile für 26,95. Und wie immer, bei diesen tollen formschönen braunen Kartons, keine Bauanleitung drin, keine Baugruppen. Ihr müsst euch einmalig bei Bluebricks registrieren lassen, kostenlos, und dann könnt ihr das ganze Zeug schön runterladen. Ja, das mache ich gerade. Dann verteile ich das alles auf meine Tellerchen und dann geht's los. Das Ganze sieht recht überschaubar aus. Wie immer, durchaus, man sieht es an den Häufchen. Mehrere Tüten auf einen Teller raufgepackt, spart Platz. Da ist die Anleitung. Und es ist von seitens Bluebricks nicht geplant oder vorgesehen, dass diese Lok motorisierbar ist. Sie ist auch recht klein, also mit den Standardbauteilen, Akkubox und so, das wird wohl nicht passen. Aber wie gesagt, nichts ist unmöglich, alles ist irgendwie motorisierbar. Bei mir wird es aber auch eine Standlok. In Bauschritt 5 wird gezeigt, dass zweimal diese Fahrgestelle da untergebaut werden. So sieht das Ding laut Zeichnung aus. Es sind natürlich Einzelteile, das Ding, zwei Radkränze und muss ich mal eben bücken. Und natürlich eine Metallstange, die mir gerade runtergefallen ist. Sehr spannend jetzt. Michael hebt eine Metallstange auf. Also die Teile eben zusammenstecken, aber das ist wirklich unproblematisch. Ist halt nur, das ist die Zeichnung, selber bauen. Aber das ist eigentlich bei diesen Fahrgestellen immer so. Bauschritt 16. Ich mag diese Bautechniken total gerne. Wir bauen Modul. Das ist das, was wir schon hatten. Und schwupps, ist es dran. Hey, das geht sogar mit einer Hand. Klasse. Bauschritt 23, 24. Dieses Symbol heißt ja immer, dass man das um 180 Grad drehen muss. Der gehört dahin, weil an dieser Stelle ist das schon gedreht. Das soll gleich fertig werden, Bauschritt 26. Wir haben Licht, wieder ein kleines Modul gebaut. Das kommt da jetzt so gleich unter. Das kriege ich aber mit einer Hand nicht hin. So sieht das dann aus, nachdem ich das rangemacht habe. Jetzt wird hier gleich noch der Puffer rankommen und dann haben wir schon die ganze Loklänge bis jetzt verbaut. Das ist jetzt Bauschritt 26 und an verschiedenen Farben, wenn wir die beiden Metallstangen mal weglassen, haben wir verbaut schwarz, sonst nichts. Sehr entspannt, Klemmkraft bis jetzt sehr gut, gefällt mir. Und mit Bauschritt 48 kommt tatsächlich etwas Farbe ins Spiel. Und wir haben ein kleines Modul wieder gebaut. Da kommt es gleich hin, ich muss das gleich nur noch ein bisschen festdrücken. Also bis jetzt bin ich sehr, sehr begeistert von dieser kleinen süßen Lok. Auch die Heckfensterpartie als kleines Modul. Der obere Teil ist seitlich gebaut. Und absolut problemlos lässt sich's einbauen. So erwartet man das eigentlich auch von Klemmbausteinen. Bauschritt 70. Bis jetzt alles total unproblematisch. Der Fahrstand ist als Modul eingebaut worden, aber was ich total toll finde, und das sieht man später nämlich nicht mehr, Bluebricks besinnt sich auf seine alten Tugenden. Und zwar der Bluebricks. Also ein Markenzeichen von Bluebricks ist ja der blaue 2x2 Brick. In letzter Zeit habe ich häufiger mal Modelle gehabt, wo der nicht drin war. Stört eigentlich auch nicht, wenn er nicht drin ist, aber nichtsdestotrotz, so als Marketing-Gag und so, finde ich das total toll, wenn der nämlich verbaut wird. Und zwar an einer Stelle, wo man nichts von sieht. Es sind 2x2 bei. Hier ist der eine drin, da kommt nachher was rüber. Hier an der Seite sauber verkleidet, von dem Stein sieht man nichts mehr. Man weiß, dass der drin ist und das so als Marketing und Markenteil finde ich super. Gute Idee, gefällt mir. Bauschritt 113. Ein weiteres Modul, das Dach. Kriegen wir es mit einer Hand drauf. Jupp. Ja, kriegen wir mit einer Hand drauf. So, und damit sind wir fertig. Das bisschen ist übergeblieben. Das hier ist wieder dieser Bügel-Perlen-Aufnupsel-Ding.
Und da ist das gute Stück. Beide Seiten sind baugleich, also diese Seite und die andere. Ein paar interessante Bautechniken dabei, hier von hinten mit Magnetkupplung. Ups. Das Dach mache ich gleich nochmal richtig fest. Das hält nämlich nur mit Noppen. Das ist auch so eine interessante. Hier mit so einem Schraubenschlüssel, sag ich mal, hier da oben in so ein Loch rein und unten reingesteckt. Und von vorne das ganze gute Stück. Ja, ich mache das Dach nochmal eben fest und dann setze ich sie mal eben auf die Anlage. Wie gesagt, fahren alleine kann sie nicht. Und so sieht das Ganze denn aus mit passenden 8 Noppen breiten Waggons und dem Bahnhof. Ich finde, das ist ein insgesamt sehr, sehr stimmiges Bild. Gefällt mir ausgesprochen gut.